Vor uns liegen zwei Wochen, zwei Pride Weeks, wo die queeren Vereine dieser Stadt, wo die queere Community im Mittelpunkt steht. Veranstaltungen, Forderungen, einfach die Sichtbarkeit der queeren Community, absolute Priorität hat, zwei Wochen lang. Und darauf freuen wir uns sehr. Und wie immer steht am Anfang von diesen Pride Weeks die Flaggenhissung. Und die ist mittlerweile traditionell. Traditionell, weil sie nicht erst seit ein, zwei Jahren stattfindet, sondern ich habe das recherchiert, seit mindestens 15 Jahren, ursprünglich ins Leben gerufen vom KCM. Wir wollen aber auch die Gelegenheit nutzen, dass hier so viele auch politische EntscheidungsträgerInnen da sind, um ein paar Forderungen zu formulieren. Und dafür wird jetzt Lydia Bolte aus dem Vorstand von Livas, dem Verein für Flint, zu uns sprechen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, heute im Namen von Livas ein paar Worte an die Ministerin Josephine Paul, an den Oberbürgermeister Markus Lewe und alle, die hier sind, zu richten. Ich bin im Vorstand von Livas aktiv. Livas ist ein Verein, der sich vor mehr als 20 Jahren gegründet hat, von und für Lesben und der sich mittlerweile als Ort für Flinter versteht. Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinäre, Trans- und Agender-Menschen. Neben zahlreichen Aktivitäten, die wir anbieten, gibt es eine Reihe von politischen Themen, die uns bewegen. Da die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration heute hier ist, die übrigens auch treues Mitglied bei Livas ist, nach wie vor, nutze ich die Gelegenheit, um wichtige Anliegen des Vereins zu betonen. Im Koalitionsvertrag, der die neue NRW-Regierung vor wenigen Wochen verabschiedet hat, abgeschlossen hat, steht unter anderem: Familie ist da, wo Kinder sind und wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Und weiter: Wir wollen die Sichtbarkeit aller Familienformen erhöhen. Es freut uns, dass die NRW-Koalition aus Grünen und CDU ihr Familienbild hier inklusiv denkt und sich für eine größere Sichtbarkeit aller Familienformen einsetzen möchte. Denn Regenbogenfamilien sind ein Teil der Familienvielfalt in NRW. Hierbei ist uns von Livas besonders wichtig, dass nicht nur an zwei Mütter- oder auch zwei Väterfamilien gedacht wird, denn in der Regel sind sie es, die mit Regenbogenfamilien assoziiert werden. Familie wird in der queeren Community divers gelebt. Neben zwei Müttern oder Vätern gibt es auch Familienkonstellationen mit mehr als zwei erwachsenen Menschen. Die Mehrelternschaft, Modelle des Co-Parentings oder selbstgewählte Singleschaft. Mütter und Väter leben getrennt oder in neuer Partnerinnenschaft als Patchwork-Familie zusammen. Die Eltern sind cis, sie sind trans, nicht-binär oder inter. Sie leben mit und ohne Behinderungen, sie leben städtisch oder ländlich und haben unterschiedliche Nationalitäten. Wir fordern deshalb, dass sich die Familienpolitik an diesen mehrdimensionalen Familien- und Lebenswirklichkeiten orientiert. Wir fordern, dass sich die Familienpolitik des Landes NRW für die rechtliche Gleichstellung queerer Familien einsetzt und diese Familienvielfalt rechtlich anerkennt und damit nicht zuletzt das Wohl des Kindes absichert. Denn Familien aus der queeren Community erfahren noch immer rechtliche Ungleichbehandlung und gesellschaftliche Ausgrenzung. Insbesondere bei der Familiengründung, aber auch im alltäglichen Leben. Was genau meine ich damit? Die Möglichkeiten der Familiengründung für Flinter, die in Paarbeziehungen oder auch als Single leben, sind erschwert. Kinderwunschbehandlungen in einer Klinik sind sehr kostspielig. Hinzu kommt, dass eine Bezuschussung durch die Krankenkassen oder Förderung durch das Land oder den Bund ausschließlich heterosexuellen Paaren vorbehalten ist, die entweder verheiratet sind oder in einer auf Dauer angelegten heterosexuellen Lebensgemeinschaft leben. Flinter bekommen sogar dann keinen Zuschuss, wenn genau wie bei heterosexuellen Personen eine mögliche Unfruchtbarkeit vorliegt. Außerdem gibt es nur wenige Kliniken, die überhaupt nicht heterosexuelle Paare behandeln. Dadurch müssen diese Paare oftmals weite Wege bis zur nächsten Kinderwunschklinik in Kauf nehmen. By the way, hier in Münster behandelt übrigens keine einzige Klinik davon, also keine behandelt lesbische Paare. Obwohl eine Behandlung weder gegen geltendes Recht
noch gegen die Berufsordnung der Ärztinnenkammern verstößt. Deshalb fordern wir die Ausweitung der Landesförderung von Kinderwunschbehandlungen auf Flinter in Paarbeziehungen, aber auch als Single. Und wir fordern außerdem ein Einwirken der Politik auf die Ärztinnenkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, die Behandlung von Flinter in Paarbeziehungen und als Single ausdrücklich zu erlauben. Wenn sich trotz der hohen Hürden der Kinderwunsch erfüllt hat, steht insbesondere lesbischen Paaren ein langwieriges und entwürdigendes Adoptionsverfahren bevor. Die nicht austragende Mutter muss, um rechtliches Elternteil sein zu können, die Adoption ihres eigenen Kindes beantragen. Dies ist sie nicht automatisch, so wie in heterosexuellen Paarbeziehungen, der Partner der Mutter. Übrigens ist es vollkommen egal, ob der Partner auch tatsächlich Vater des Kindes ist. Es wird einfach angenommen, hier reicht das Wort der Mutter. Das mitunter langwierige Adoptionsverfahren ist aus vielen Gründen auch ein untragbarer Zustand mit Blick auf das Kind. Denn das Kind hat bis zur vollendeten Adoption, die unter Umständen auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern kann, nur ein rechtliches Elternteil. Sollte der austragenden Mutter etwas zustoßen, wäre das Kind ohne Elternteil. Wir fordern deshalb, dass sich die Landesregierung NRW dafür einsetzt, dass die nicht austragende Mutter mit Geburt des Kindes automatisch zweites rechtliches Elternteil ist und die Stiefkindadoption hier keine Anwendung mehr findet. Und dies auch unabhängig davon, in welchem Familienstand die beiden Elternteile leben. Ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Kitas und Schulen. Kinder aus queeren Familien erleben die Tatsache als normal, dass sie beispielsweise zwei Mütter oder zwei schwule Väter haben. Sie empfinden es als normal bis zu diesem Zeitpunkt, an dem sie in Kitas und Schulen mit gleichaltrigen PädagogInnen oder Lehrkräften konfrontiert werden. In Kitas und Schulen erleben Kinder aus queeren Familien, dass ihre Lebensweise nicht repräsentiert oder thematisiert wird. Lehrmaterialien beinhalten nicht selbstverständlich vielfältige Lebensweisen, sondern reproduzieren noch immer ein heteronormatives Familienideal. Das führt dazu, dass sich Kinder aus queeren Familien häufig ausgeschlossen und nicht gesehen fühlen. Das muss sich ändern. Wir fordern deshalb queersensible Bildungsgrundsätze für die Kindertagesbetreuung und für Schulen im Primarbereich in NRW. Und wir fordern queere Familien, vielfältige Familienformen sichtbar zu machen und Kinder aus Regenbogenfamilien ein diskriminierungsfreies Umfeld zu ermöglichen. Das sind unsere Forderungen. Eigentlich haben wir auch noch viel mehr. Aber ich bin sehr froh, dass ich heute die Gelegenheit hatte, einige davon zu formulieren in Gegenwart der Ministerin Josephine Paul und auch dem Oberbürgermeister Markus Lewe und alle, die hier sind. Denn wir von LIVAS, wir sind hier eine wichtige Anlaufstelle für Flinter und ihre Bedürfnisse. Und wir leben hier eine queere Kultur, so wie viele andere queere Vereine der Stadt und auch in NRW. Wir haben alle große Hoffnungen, dass die politischen Versprechungen, die viele unserer Forderungen beinhalten, auch umgesetzt werden. Ich bedanke mich und wünsche uns alle wunderbare Pride Week.